Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. Und ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es ganz speziell um eine Einkaufsliste, die ihr euch auf euer Handy oder auf dem zweiten Bildschirm machen könnt. Ich würde sagen, ich blende euch die jetzt einfach mal ein von meinem Handy. Also, ich habe jetzt nebenbei eine Bildschirmaufnahme in meinem Handy laufen. Ich hoffe, dass ich das mit der Synchronizität hinbekommen habe. Und ich würde sagen, wir füllen jetzt einfach mal gemeinsam unseren Supermarkt auf und gucken mal, wie es läuft. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Bleiche. Ganz wichtig ist natürlich, man sollte die Produktnamen ungefähr kennen, damit man die Produkte in der App auch findet. So, ich hole jetzt nochmal einen Karton Bleiche. So, und jetzt gucke ich gleich. Wir haben, wenn ich den jetzt wegnehme, 1, 2, 3 Fächer frei. Also muss ich drei Produkte nachbestellen. Und ich gehe jetzt mal in unsere App hier einfach durch und suche mir das Bleichmittel und tippe dreimal ein. Übrigens, ich habe jetzt die Sortierung, so wie sie im PC auch ist. Ihr könnt euch das Ganze allerdings, ich zeige euch das mal kurz, hier auch einfach hochschieben und eure eigene Sortierung machen. Ist also überhaupt kein Problem. Und so können wir jetzt quasi ganz entspannt uns die Sachen aus dem Lager holen und dann im Handy vor uns sagen, was wir brauchen. So, hiervon werde ich zwei rausnehmen. Also wie gesagt, das lässt sich alles auch noch anordnen, in der Anordnung ändern. Kann man es so anordnen, wie man das selber haben möchte, ob man das jetzt auf den Laden angepasst haben möchte oder aufs Lager angepasst haben möchte oder ob man es jetzt so, wie ich es jetzt hier habe, wie im Computer haben möchte. Und ja, aktuell stehen da nur Namen. Ich bin allerdings mit dem Entwickler in Kontakt. Nebenbei ist keine Entwicklung von mir. Ich habe ihn gefragt, wie ich ihn nennen soll. Weil ich will euch natürlich nicht erzählen, das ist von mir und ist gar nicht von mir. Er möchte allerdings lieber anonym bleiben, von daher, ja, wenn wir über ihn reden, wir nennen ihn einfach mal Mr. X. Würde ich sagen, so als nächstes brauchen wir Kaffee. Also gehe ich zu meinem Kaffee und ich sehe jetzt hier, ah, uns fehlen drei Produkte. Also suchen wir uns Kaffee raus. Mit heller Röstung, nein, im Prinzip ist das ja schwarzer Kaffee. Zumindest heißt er im Spiel so. Schwarztee. Da ist er. Und dann können wir uns auswählen, wie viele Produkte wir davon brauchen. Und jetzt habe ich natürlich das da noch offen, wenn ich jetzt mich gleich entschließe, doch noch einen Karton zu holen, was ich tun werde. Dann mache ich einfach ein weiteres Plus drauf. Und habe das auch hinterlegt. So. Ja, im weiteren Verlauf sollen da auch noch Bilder zu den Produkten kommen. Dann lässt sich das Ganze natürlich ein bisschen leichter visuell auch suchen, als wenn man nur den Namen hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier in den Computer und nehmen unsere Liste. Klar, ich habe jetzt nicht viel bestellt, ne? Ich will es euch ja erstmal nur zeigen. So. Bestellen 4. Und scrollen hier die Liste durch. Und hier können wir uns jetzt auch Haken setzen, dass wir das abgearbeitet haben. Jetzt haben wir das Bleichmittel. Suchen wir uns hier auch das Bleichmittel raus. Dreimal in den Warenkorb. Und können das auch hier abhaken. Als nächstes haben wir das Hähnchen. Das Gefrorene ist irgendwo auf der rechten Seite da. Zweimal haben wir.
ist es. So, und wie ihr jetzt seht, ihr habt ja gesehen, das war jetzt alles, was ich gemacht habe. Einfach auch, um das Video jetzt ein bisschen kurz zu halten. Ist ja nur ein informatives Video jetzt. Ihr seht hier im Durchscrollen, hier sind einige Produkte drin. Ich weiß nicht, ob schon alle Produkte drin sind, aber soll auf jeden Fall kommen. Ich glaube, es sind sogar inzwischen schon alle Produkte drin. Wie gesagt, demnächst wird noch kommen, dass da die Bilder auch dazu da sind. Und so wie ich finde, auf jeden Fall eine richtig gute Erweiterung, eine richtig gute Ergänzung für den Supermarktsimulator. Vor allen Dingen auch, dass wir uns das hier verschieben können, wie wir wollen. Und ja, den Link zu dem Ganzen, wie ihr das bekommen könnt, den packe ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch irgendwas auffällt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, ich würde sagen, schreibt es einfach in die Videobeschreibung hier unter dem Video. Der Ersteller wird, denke ich mal, auch bei dem Video ab und zu mal reingucken. Vielleicht antwortet er, wenn nicht, leite ich ihm das auch gerne weiter, je nachdem, wie anonym er bleiben möchte. Das werden wir aber dann sehen. Wenn wir dann alles übernommen haben in unseren Warenkorb, können wir hier nach ganz unten gehen. So, ja, einmal nach ganz unten scrollen und können die Liste zurücksetzen. Und dann ist die Liste auch wieder leer. Und können das Ganze kaufen. Und es hat so gut funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen hier gleich noch einmal durch unser Lager und bestellen hier einfach noch mal ein bisschen was. Wir brauchen einmal Pommes. Gemischte Pizza, müssten Pommes auch nicht weit sein. Also man kann sich da so ein bisschen durchnavigieren, sage ich mal. Man weiß ja, wo die Produkte im Computer sind. Und daher finde ich die Standardaufteilung gar nicht mal schlecht. Zumindestens, ja, man weiß halt, wo es im Laden ist, beziehungsweise wo es im PC ist. Wenn man es jetzt hier in der Liste ändert, habe ich auch schon versucht, dann hat man halt, man hat so wie hier, aber im Prinzip ist die Aufteilung wie am Computer, glaube ich, sogar noch die beste, so wie ich es jetzt hier habe. So, wir brauchen Milch, 6er Milch, da zweimal. Da passt alles, hier fehlt ein Produkt. Wir brauchen Wasser, das ist das erste Wasser. Das müsste. Genau, da ist es. Also ihr seht, selbst ohne Bilder geht das. Das ist die billige Cola. Also ich nenne sie zumindest billige Cola. Das ist eigentlich hier die Soda-Cola. Also Soda-Cola. Soda steht ja eigentlich, ich glaube, kommt glaube ich aus dem Polnischen und steht für Wasser. So, das haben wir. Ne, da müssen wir erst hier in dem Regal lang gehen. Okay, was machen wir? Das ist eigentlich egal. Das ist das Wasser, was später kommt. Und daneben steht Sushi Klein. Sushi Klein haben wir auch. Dann brauchen wir noch Steak haben wir und Kalbskotelett. Das haben wir soweit alles. Das ist auch noch voll. Hier passt auch alles. Hier fehlt uns zwei Produkte. Müsli, das weiße Müsli. Jetzt muss ich genau gucken, wie es heißt. Crispy. So, Müsli suchen. Honey Beats. Nee. Das ist das falsche Müsli. Müsli Crispy. Das brauchen wir zweimal, ne? Ja, genau. Und Geschirrspültabs müssen auch weiter oben sein. Nee, nicht weiter oben. Da, Geschirrspültabs. Einmal Bier. Sechser. Müsste weiter unten sein.
Jeder so wird zurück und ein Ketchup habe ich nämlich noch nicht. Ja, okay. Er hat natürlich seine Liste übernommen, wenn er anders erweitert hat. Dann kann es natürlich sein, dass es nicht mit der Liste in eurem Computer übereinstimmt. Aber dann könnt ihr das ja einfach kurz einmal anpassen. Dann sind das ein paar Produkte. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. So, dann brauchen wir noch Kartoffeln. Nee, nicht Kartoffelpüree. Anscheinend hat er. Ja, okay, das sind dann die kleinen Anpassungen, die man machen muss. Also es wird hier Kartoffeln geben oder sie heißen anders. Sind die Sackkartoffeln oder so? Oh, ich guck mal kurz, wie sie heißen. Kartoffelsack. Muss es also geben. Kartoffelpüree. Okay, vielleicht habe ich es entweder übersehen oder es ist tatsächlich nicht drin. Ich werde es ihm schreiben, dass das fehlt. Also genau sowas, wenn euch sowas auffällt, schreibt es einfach in die Kommentare, dann können wir es weiterleiten. Wir sind alle nur Menschen und ich finde, die Liste ist echt genial und wenn da mal was fehlt, ist das auch kein Weltuntergang. Ich würde sagen, anhand der Liste stelle ich jetzt die nächsten Sachen. So, Müsli. Das machen wir noch einmal zusammen. Und dann dürft ihr euch die App runterladen. So. Milchsechser zweimal. Gerade das mit dem Müsli. Ich habe immer vergessen, welches Müsli ich jetzt bestellen musste. Geschirrspültabs. So, jetzt haben wir die 10 voll. Einmal kaufen. Jetzt können wir weiter gucken. Pommes. Wasserflaschen. Wo? Steak, Kalbskotelett, Steak, Kalbskotelett, Sushi klein. Bier. Ja, man merkt, hier ist. Ich habe ja auch teilweise anders gekauft, als es das Spiel vorgesehen hat. Also ihr merkt, es kommt halt. Ihr habt die Waren in eurem Computer so, wie ihr die dazugeholt habt. Wenn ihr natürlich das anders geholt habt als der Entwickler dieser App, sage ich mal, dann ist das bei euch unterschiedlich, aber dafür könnt ihr das ja einfach hier umändern. Gar kein Problem. Macht einmal kurz Arbeit und danach hat man das. Wenn ihr das umändert und die Seite verlasst und wieder auf die Seite geht, dann bleibt die Sortierung auch so, wie ihr euch das gemacht habt. Und von daher hoffe ich, dass euch das gefällt. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus, probiert's aus, schreibt's in die Kommentare, wie ihr es findet. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!